Okay, ich bin mal gespannt. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Erstmal 10 Minuten begrenzt, dann unbegrenzt. Dann ballern wir ein bisschen. Mal gucken, was die Maschinen so hergeben. Ich bin natürlich hier der Schwächste. Und der 1100er und 1000er mit 750 Kubik. Ich habe 110 PS jetzt mit dem Auspuff und so weiter. Er hat 150, er keine Ahnung, 180, 200, irgendwas ganz Krankes. Naja, mal gucken, ob ich hier mithalten kann. Bin mal gespannt, Sonne kommt endlich raus. Oh nee, und es ist todesviel Verkehr. Digga, einmal ganz kurz. Er musste gerade so bremsen, seine Reifen sind gequietscht. Krank. Ich dachte, was geht bei dem? Der rast in diesen Stau rein. Katastrophe. Nicht weggeflogen. 230 glaube ich, keine Ahnung, aber es ist krasser Wind. Aber bei den Geschwindigkeiten macht das auf keinen Fall mehr Spaß auf dem Naked Bike. Ich habe ja überhaupt keine Scheibe und das ist schon im Nackenschmerz das extrem. Das kann man nicht lange fahren. Dass er hier mit seiner Ducati natürlich Zink hat es natürlich besser. Schöne Scheibe, kann er sich ducken, klein machen und dann fühlt er das nicht so, aber wie auf unserem Z, das macht schon, ich habe kürzlich mit ihm darüber geredet, es macht schon keinen Spaß, also ab 160 oder so fängt es an. So, jetzt 130, 140 kann man noch ganz angenehm fahren, aber ab 160 wird es dann auf jeden Fall anstrengend. Yes. Und es frisst natürlich Sprit ohne Ende. Dieses Geballere. Also bis 240 oder so komme ich im Moment. Digga, mal, bei der Geschwindigkeit muss man hellwach sein.
Nacken, mein Hals.